Ja, wir sind heute hier in der Vernissage von der Ilse Anne Loveren, in der Sonntagsgalerie, in den Räumen von der Kunstklinik, 21.06.2015. Ilse, herzlich willkommen. Danke sehr. Du hast hier deine Bilder, wir haben sie schon dürfen anschauen. Ilse, gibt es bestimmte Techniken, die du brauchst, oder sind die intuitiv, oder hast du eine bestimmte Vorstellung vielleicht dazu? Also, punkto Techniken habe ich etwa drei verschiedene Techniken dabei heute. Und zwar, der rote Faden ist ja der Körper in allen Ausdrucksarten, Gesichtsmimik und so weiter. Die Techniken sind auf der einen Seite Acryltechniken. Dann habe ich auch sehr neu jetzt Street Art Techniken, Sprayen, Schablonen, die Arbeit. Und ein Bild, was die zwei größeren Serien eigentlich als Übergang trennt, so quasi, ist das Bild eher in Aquarelltechnik. Mhm. Ja. Ilse, hast du die Bilder da speziell für die Sonntagsgalerie entworfen? Oder? Ich habe eine Kombination gemacht. Ich habe ein paar Bilder, die ich schon länger habe, seit letztem Jahr. Und dann habe ich gedacht, die passen perfekt auch. Und dann habe ich speziell für die Ausstellung neue Bilder um das Thema und wirklich auch ein bisschen Einklang mit dem Gebäude und dem Raum gemacht. Mhm. Ja, Kombination. Okay. Du bist jetzt das erste Mal in Zürich, gell? Gibt es da Unterschiede? Nimmst du, oder hast du spezielle Erwartungen vielleicht an die Stadt? Ich meine, du wohnst sonst in Basel, eigentlich bist du aus Belgien. Mhm. Merkst du Unterschiede von Städten, von Ländern? Mhm. Was ich sehr toll finde an Zürich, ist, dass es für mich sehr lebendig wird. Es lebt sehr viel Kunstmäßiges hier rum, ja, auf der Straße, es lebt. Und Basel finde ich persönlich, ist natürlich nur persönlich, ist eher ruhiger. Mhm. Genau. Und ich habe die Energie sehr gerne da. Und es sind auch lebendige Bilder, für mich passt das irgendwie. Mhm. Und in Belgien ist ja, es wechselt ein bisschen, ob man in größeren Städten ausstellt oder in kleineren. Mhm. Ist eine ganze Range eigentlich von Stimmungen, von Atmosphären. Mhm. Ja. Okay. Aber hier gefällt es mir sehr. Ilse, wer möchtest du ansprechen mit deiner Kunst? Hast du eine bestimmte Zielgruppe vor Augen oder ist das gar nicht relevant für dich? Das ist eigentlich nicht meine Hauptgedanke, für wen ich jetzt das Bild mal. Es kommt primär aus mir raus, was so lebt. Und was ich merke, ist, dass meine Kunst ja, sowohl bei Leuten in unserem Alter, sage ich jetzt mal, ankommt. Es kommt sehr darauf an, ob es jetzt figurativ ist und die Farbe oder die Farbführung oder ob es dann abstrakt ist. Abstrakt kommt auch ein bisschen älteren Leuten an. Der Wettbewerb, den ich jetzt für den Scope gemacht habe, das ist eher wieder für Jugendliche sehr ansprechend. Also ich habe nicht wirklich eine bestimmte Zielgruppe. Es kommt einfach so. Wenn man von dir möchte Sachen sehen, lesen, hast du eine Webseite, kann man sich wie an dich wenden? Ja, meine Webseite ist www.ilsvanloveren.com, ilsvanloveren.com, das ist mein Name. Dort sind die Bilder natürlich drauf, auch was so aktuell läuft, mit Background-Info und meine Kontaktdaten. Mhm. Ja. Hast du noch Wünsche für die Sonntagsgalerie? So, wenn du da die Räume siehst, die Projekte jetzt erfahren hast, gibt es etwas Spezielles, das wir mitnehmen von dir für uns? Ich finde die Sonntagsgalerie eine sehr lebendige Sache. Und es ist so viel Energie auch was dort, und Herzblut, was reingesteckt wird. Und es soll einfach weiterlaufen, dass mehr und mehr Leute anzieht, weil es so eine lebendige Sache mit so viel Herzblut gemacht. Und ich bin auch jederzeit gern wieder dabei.